Lassen Sie uns starten, Frau Kasper-Hähne, mit Ihrer Rolle so ein bisschen als Vizepräsidentin und Ihrem Blick auf das Thema. Wie bringen Sie Digitalisierung und Internationalisierung zusammen? Welche Rolle spielt bei Internationalisierungskonzepten diese Idee des digitalen Lehrens, Lernens, Werbens, Präsentseins, was auch immer? Moment, sonst nehmen Sie ein anderes. Das blaue Mikro tut es noch nicht. Nehmen wir das grüne. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich komme von der Internationalisierung her und von daher das Thema Digitalisierung an der Hochschule aufgegriffen und intensiviert. Warum? Wir haben uns gefragt in Göttingen an der Hochschule, wir haben derzeit 30% Studierende, die ins Ausland gehen. Bundesweit ist ja angesagt, dass wir, DAD sagt, 50% erreichen wollen. Dann haben wir uns gefragt, was ist aber mit denen, die zu Hause bleiben, also den maximal 50% der Studierenden, wie bereiten wir diese denn auf eine international vernetzte Welt, auf eine globalisierte Welt vor? Das war die erste Frage. Dann kamen erste Antworten, ja, wir haben ja internationale Studierende, wir haben 12,2% in Göttingen, das ist so ein bisschen über Bundesdurchschnitt. Die können wir ja auch nutzen, dass mit den lokalen Studierenden internationale Kompetenzen in multikulturellen Seminarräumen erworben werden. Aber da stellt sich sofort die Frage, wo steht denn da die Hochschuldidaktik? Was machen wir denn überhaupt, um Vielfalt als Ressource zu nutzen in Seminaren? Die dritte Antwort auf unsere Frage kam, war dann, ja, aber wir haben ja sehr viele internationale Studiengänge, englischsprachige Studiengänge, da tun wir doch schon sehr viel. Aber da ist dann mein Bedenken, Physik auf Englisch heißt noch nicht, dass man interkulturelle Kompetenz erwirbt, dass man weiß, wie andere Wissenschaftssysteme funktionieren, andere Diskursformen stattfinden, andere Methoden, Konzepte, Perspektiven auf wissenschaftliche Gegenstände. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, eine Internationalisierung der Curricula hochschulweit in allen 175 Studiengängen durchzuführen. Da sind wir jetzt dabei mit 3 Pilotfakultäten. Und dabei spielt natürlich die Digitalisierung dann eine ganz zentrale Rolle. Weil über digitale Medien, über virtuelle Mobilität können wir natürlich vernetzen und können wir die Expertise unserer Partnerhochschulen, unserer Forscherinnen und Forscher unserer Partnerhochschulen in die Fächer hineinbringen. Über Webseminare, über Videokonferenzen, über Plattformen können wir sehr, sehr viel gestalten und wir haben dort sehr viele Konzepte schon entwickelt, mit Blended Learning Konzepten natürlich sehr stark und stehen da jetzt, glaube ich, auf einem guten Weg. Also von daher sind wir auf die Digitalisierung gekommen und sehen Internationalisierung der Curricula und Digitalisierung als ein strategisch vernetztes Konzept, das man so zusammen denken muss. Wenn Sie diese Schilderungen aus Göttingen hören, Herr Greisler, und gleichzeitig auf die deutsche Hochschullandschaft schauen, wie weit vorne ist Göttingen? Also wie beispielhaft ist das für eine Haltung, die man insgesamt vielleicht schon findet? Oder wie vorbildhaft ist es vielleicht auch, weil an anderen Unis möglicherweise viel mehr Skepsis noch herrscht, Zurückhaltung, Ängste, Sorgen, vielleicht auch Ablehnung? Ja, wir finden das ganz toll, was in Göttingen passiert. Wir sind ja auch im Gespräch darüber schon über die internationalen Curricula. Das ist natürlich das, was passieren muss. Ich würde ganz gerne, wenn Sie erlauben, ein bisschen nochmal versuchen, grundsätzlicher das Verhältnis Internationalisierung und Digitalisierung anzusprechen. Im Grunde genommen haben diese beiden Prozesse, sind ja Prozesse, Internationalisierung und Digitalisierung, vieles gemeinsam. Frau Rühland hat eben schon in ihren 3 Minuten gesagt, das Querdenken ist in beiden, ist bei der Internationalisierung wichtig und bei der Digitalisierung. Es ist auch immer interkulturell und es ist immer vernetzt. Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig, einfach festzustellen, vom Denken her ist das ähnlich. Und dann kommt ein weiterer Punkt hinzu, der die beiden verbindet. Auch bei der Digitalisierung muss man immer über Grenzen hinweg denken. Das, was wir sehr erfolgreich und pragmatisch oft machen, das Problem ist ja so riesengroß, lass es mal schön zerteilen. Am besten fangen wir jetzt mal bei uns im Lehrstuhl an und machen da mal ein Konzept und dann im Fachbereich und dann vielleicht an der Hochschule und dann in Deutschland. Und dann reden wir mal darüber, wie wir das international machen können. Das funktioniert bei der Digitalisierung in vielen Fällen nicht. Sie müssen immer das Internationale schon mitdenken, denn die Systeme
müssen nachher international funktionieren. Die Digitalisierung, eben haben ja mehrere schon über Kosten gesprochen, Sie haben dann immer mich angeguckt, aber das wird nicht die Lösung sein, einfach aufs BMBF zu gucken und sagen, stell das Geld bereit, das machen wir, um Dinge in Gang zu bringen. Wir wollen, dass da was passiert, aber natürlich macht Digitalisierung dann Sinn, wenn der große Aufwand, also wenn Sie einen Studiengang produzieren digital, das kostet Millionen Euro. Und wenn Sie so ein mindestens, und wenn Sie das 2 Millionen, sagt da schon einer, wer bietet mehr? 5,2 Millionen werden da angeboten. Okay, wer bietet mehr zum Ersten? So. Aber also es ist teuer. Und das macht natürlich nicht Sinn, dass dieser Studiengang, der dann so teuer produziert ist, nur an einem Platz läuft. In einer Hochschule, mit 20 Studierenden in einem Studiengang. Das muss dann auch international funktionieren. Und das gilt für Campusmanagement, wenn 30% der Studierenden rausgehen, wenn 350.000 ausländische Studierende bei uns sind, die ja vielleicht auch wieder rausgehen wollen, wenn die Leute auch zwischen den Unis wechseln, wenn die auch Studiengänge wahrnehmen, die digital woanders sind, dann muss man dafür sorgen, dass diese Dinge zusammenpassen. Das muss anerkannt werden, die ECTS-Punkte. Da kann man nicht immer sagen, jetzt füll mal ein Formular aus. Nee, so geht das nicht. Zurück nach Italien, füll es nochmal aus. Jetzt passt es zu uns. Da muss man dafür sorgen, dass ECTS-Punkte automatisch auch an der eigenen Hochschule ins System übernommen werden können. Das heißt nicht, dass sie dann nicht auch nochmal inhaltlich geprüft werden, aber das Managementmäßige muss erstmal laufen. Also das ist wichtig über Grenzen. Und dritter Punkt, zur Internationalisierung an und für sich. Digitale Lehre macht ja überall da besonders viel Sinn, wo Präsenzlehre Schwierigkeiten hat. Und natürlich ist das Überwinden von Grenzen einer dieser Punkte. Ich habe jetzt eine ganze Reihe von Beispielen, machen wir im Laufe der, ich lasse das erstmal so stehen, aber der Punkt ist einfach, wenn Sie in einem internationalen Projekt Lehre anbieten wollen und es nicht schaffen, alle Leute an einen Ort zu kriegen, macht das natürlich besonders viel Sinn. Jetzt hat Frau Rühland Peter Greißer schon angedeutet, dass Internationalisierung kein Prozess sein kann, den man so stufenweise abarbeitet, schon gar nicht Digitalisierung und Internationalisierung in der Zusammenarbeit. Es sind immer viele Partner dabei, auch aus anderen Wissenschaftskulturen, mit anderen Digitalisierungskulturen, wenn man so möchte. Sie bringen die Menschen rein und raus ins deutsche Hochschulsystem, erleben in der Zusammenarbeit mit anderen Ländern, was funktioniert und was nicht. Gibt es da Beispiele, wo Sie sagen würden, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden? Ich will den Rahmen vielleicht noch mal ein klein bisschen anders fassen. Und zwar ausgehend, und ein Punkt war ganz wichtig, da will ich gleich noch mal drauf zurückkommen, von den Benchmarks, die wir uns einfach selber gesetzt haben. Die hatten Sie ja schon angesprochen, steht im Koalitionsvertrag 350.000 ausländische Studierende hier nach Deutschland reinholen und wenn möglich 50% unserer Studierenden eine Chance für eine internationale Mobilität im Kontext ihres Studiums zu ermöglichen. Man muss aufpassen, dass man von den Hochschulen jetzt nicht zu viele Strategien verlangt, dann wird das nämlich irgendwann obsolet. Ich glaube eigentlich, unsere Hochschulen sind im Bereich Internationalisierung sehr gut unterwegs, sind auch strategisch eigentlich durch die Bank durch sehr gut aufgestellt. Da haben sie inzwischen ihr Profil entwickelt. Und man muss jetzt, kann jetzt nicht sagen, bitte auch nochmal Profil für die Digitalisierung. Das ist so wichtig, was Herr Greißler sagt. Das gehört ganz, ganz eng zusammen. Digitalisierung muss sozusagen der Internationalisierung zuspielen, ja, um diese Ziele zu erreichen. Und natürlich gibt es 1000 Best Practices, also gerade wenn man sich das Thema Mobilität anschaut, ob man jetzt junge Leute aus dem Ausland hier reinholt, ob man Deutsche rausschickt, das kann man alles mit digitalen Instrumenten wunderbar flankieren. Da wachsen auch die Anforderungen. Es ist vorhin auch gesagt worden, Studierende orientieren sich sehr an dem, was auf dem Markt ist und nutzen das auch. Wir haben auch Umfragen dazu gemacht, dass sie ein großes Interesse haben, dass es da eigentlich noch mehr gibt. Dann ganz wichtig den Bereich, den Frau Kasper-Hähne angesprochen hat. Wir wissen, ein bestimmter Prozentsatz, nämlich die restlichen 50%, die gehen aus den unterschiedlichsten Gründen nicht raus. Wir leben aber nun mal in einer global vernetzten Welt und jeder braucht heute internationale Erfahrung, jeder braucht heute interkulturelle Kompetenzen, die gehören einfach dazu. Das ist Teil einer Ausbildung an einer deutschen Hochschule. Das heißt, das muss auch geleistet werden und da kann man gerade, finde ich, bei Internationalisierung hier zu Hause kann man mit digitalen Instrumenten, das sind Tools, ja,
unglaublich viel erreichen. Man kann ganz konventionelle Dinge machen, man kann einfach auch Professoren aus der ganzen Welt zuschalten. Und da sieht man nämlich auch gleich, und das gefällt mir auch so gut, da kann man so richtig dokumentieren, wie Digitalisierung auch noch mal zu einem richtigen Qualitätsschub beitragen kann. Das kann sich keine Hochschule leisten, nicht mal Göttingen, sich die tollsten Profs aus der ganzen Welt zu holen. Aber wenn Sie die mal zuschalten, dann bieten Sie Ihren Studierenden einfach Möglichkeiten, die sie anders so einfach nicht erhalten könnten. Jetzt will ich mal da vielleicht auf die anderen Felder kommen. Aber dann gebe ich das direkt mal weiter an Frau Kasper-Hähne. Wie kriegen wir das denn hin, dass wir an dieser Stelle eben nicht mehr abhängig sind davon, dass Einzelne besonders engagiert sind und sagen, ja, ich kümmere mich um diesen Kontakt, ich kümmere mich darum, einen Professor aus woher auch immer, Tokio, aus Washington, vom MIT zu bekommen, sondern dass das wirklich so systematisch und strategisch eine Rolle spielt im Denken einer Hochschule. Ja, also wir haben das als wirklichen Change-Management-Prozess aufgesetzt. Das heißt, wir sind angefangen, erstmal Pilotfakultäten als Change-Faculties sozusagen zu finden, in den Pilotfakultäten die sozusagen Meinungsführer mit ins Boot zu holen, sie als Change-Agent zu benutzen, die vormachen, wie es gut geht. Und dann haben wir mehrere Fakultäten dann gehabt, wo wir gesagt haben, okay, mit denen gehen wir an den Start. Dann haben wir in weiteren Fakultäten weitere Unterstützer und sogenannte Change Agents gesucht. Und als wir dann alle Fakultäten hinter uns hatten, sind wir in die Gremien gegangen und haben uns von den Gremien dann die Unterstützung geholt. Also erstmal Einzelpersonen ansprechen, Meinungsführer finden und dann in die Gremien gehen, die Gremien überzeugen. Und dann haben wir jetzt 1,6 Millionen freigestellt für dieses Projekt für die nächsten 2 Jahre. Das war ein sehr erfolgreicher Prozess, weil wir auch die Studierenden in AStA haben wir mitgenommen, Studiendekane, Internationalisierungsbeauftragte, die Dekanat hat also wirklich alle Gruppen bis zum Senat hin überzeugt, Stück für Stück bottom-up, dass der Anschub, sondern die Idee, die wir im Präsidium hatten, dann auch letztendlich getragen wird und das Ownership in der Hochschule dann auch übernommen wird und nicht irgendwie da eine Idee einer Vizepräsidentin ist, die meint, das wäre jetzt eine gute Idee. Und so haben wir jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Projekte angeschoben und es kommen immer mehr Personen auch, die sagen, hallo, wir sind als Fakultät ja noch gar nicht dabei, könnten wir schon mal das eine oder andere Projekt mitmachen? Wenn ich noch ergänzen darf, was wir machen, ist gar nicht so teuer. Also wir haben gesagt, okay, pro Projekt von 3 bis 6 Monaten eine halbe wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, die Inhalte generiert, also die aus dem Fach kommt. Die sagt, welcher Professor, welche Inhalte gibt es, wie soll das Webseminar, wie soll das Blended Learning inhaltlich gestaltet sein, eventuell dann auch ein kleiner Private MOOCs oder so, wie soll das aussehen? Und dann gibt es Unterstützung von der Zentrale, ein E-Instructor. Und dann gibt es Mobilitätsmittel für Gastprofessoren von den Partnerhochschulen, die nach Göttingen kommen, gemeinsam mit uns das Konzept entwickeln. Und dann haben wir sozusagen eine nachhaltige Struktur. Und wir nutzen da unsere strategischen Partnerschaften vor allen Dingen, damit wir nachhaltige Strukturen haben und nicht ein Professor, irgendein Professor kennt und dort mal was gemacht wird, was dann irgendwie nicht langfristig ist. Und sowas wird ja auch vom DAAD unterstützt, gerade solche strategischen Partnerschaften. Und da gehört das, glaube ich, auch mit ins Konzept. Und Sie haben ja auch schon Überlegungen in dieser Hinsicht, wenn ich das verstanden habe. Richtig. Frau Rühland, direkt dazu. Darf ich gleich dran ansetzen? Das ist ein Punkt, der ist mir unglaublich wichtig. Wir haben das jetzt immer so ein bisschen thematisch abgeschichtet. Digitalisierung, Internationalisierung der Lehre. Aber durch die strategischen Partnerschaften haben Sie den großen Bogen gemacht. Da muss man eben wieder Forschung und Lehre zusammendenken. Wenn Sie das nur von der Lehre angehen, dann kriegen Sie nicht die tollen Partner aus dem Ausland. Sie müssen also auf der einen Seite auch in der Forschung sehr international kooperieren und wer macht das heute nicht? Also da, glaube ich, sind die deutschen Hochschulen richtig, richtig gut aufgestellt. Ich glaube, das wird uns auch manchmal vom Ausland wirklich geneidet, was wir da machen. Und das wiederum führt dann dazu, dass solche Leute auch willens sind, sich auch mal mit Modul digital in der Lehre einzubringen. Also ganz wichtig, die Dinge immer wirklich auch zusammen zu denken. Deswegen ist mir der Punkt mit der Qualität so wichtig. Ja? Das ist jetzt nicht irgendwie ein nettes Spielzeug, was so ein nettes Add-on, was man jetzt auch macht, sondern Sie können in ganz vielen Bereichen einfach zeigen, dass Sie ganz andere Möglichkeiten haben, auch ihre Hochschule qualitativ voranzubringen. Ich nehme jetzt mal ein ganz anderes Beispiel. Ich fange nochmal an. Studienabbruch ist ja heute Chancenzeit, kurzer Werbeblock für Chancenzeit. Der Studienabbruch an den FHs ist offensichtlich plötzlich erschreckend hoch. Ich habe es nicht ganz gelesen, weil es heute früher etwas knapp war, aber fand ich wieder
unheimlich wichtig, und wir wissen das ja auch, es wird ja auch permanent untersucht, das ist auch gut so, dass es im Bachelorbereich immer noch eine relativ hohe Abbruchquote gibt, vor allem noch bei Ausländern. Liegt noch einiges über den Deutschen, im Master sieht es dann ganz anders aus. Und da müssen wir einfach ran. Wir können es uns gar nicht leisten, diesem Land Ressourcen so zu vergeuden. Und das hat vorhin schon jemand gesagt, das Thema Diversity. Wir sehen ja auch, dass sich die Studierendenschaft ganz anders zusammensetzt, wenn da noch viele Ausländer zukommen, es kommen auch Flüchtlinge dazu. Wie können wir die individuell abholen? Und da hat die Digitalisierung eben auch nochmal ein riesiges Potenzial, dass der Einzelne ganz gezielt sich sein eigenes Lerntempo schaffen kann und so auch vielleicht ganz anders zu einem qualitativen Studium beiträgt. Frau Kasper-Hinne. Ja, hier würde ich gerne das Wort forschungsorientierte Lehre ergänzen. Das wäre, also ist in Göttingen ein starkes Thema, an Hochschulen, die forschungsorientiert sind, ein starkes Thema, schon im Bachelorbereich forschungsorientierte Lehre zu machen. Und wir haben gerade mit der Digitalisierung jetzt ganz viele Projekte angeschoben, in denen beispielsweise junge Menschen aus Göttingen mit jungen Menschen aus Delhi zusammengeschaltet werden, die gemeinsam eine Forschungsfrage bearbeiten und auch ein Forschungsproposal entwickeln. Und der Professor hat dann extra Mittel bereitgestellt, damit die Sieger des besten Proposals dann nach Delhi gehen können und dort vor Ort also erproben können, was sie sich da dann überlegt haben. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass man mit dieser Digitalisierung und mit forschungsstarken Partnerhochschulen forschungsorientierte Lehre dann auch deutlich unterstützen kann. Jetzt kann man denn, ja, Herr Greisler, den Eindruck bekommen, so viele engagierte Hochschulen, das läuft alles schon, da muss man eigentlich gar nichts mehr nachsteuern oder ermutigen. Trotzdem sitzen Sie ja mit dem Ministerium sozusagen in einer Position, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen so eine Scharnierfunktion haben Sie ja und müssen eben doch gucken, dass Sie bestimmte Leitplanken einziehen und vielleicht Ermutigung geben, in bestimmte Richtungen zu marschieren. Was sind so aus Ihrer Sicht die wichtigsten Seile, an denen man ziehen kann oder die wichtigsten Schrauben, an denen man drehen muss? Also ich will jetzt nicht gleich mit Leitplanken anfangen und erstmal die Freiheit lassen, aber natürlich fördern und voranbringen. Wollen wir das Thema? Also jetzt allgemein das Thema Digitalisierung wird sicher ein riesiges Thema sein in der nächsten Legislaturperiode. Reden im Moment alle drüber. Es wird auch was passieren. Ich finde auch ein Punkt, vielleicht an den wir noch gar nicht gedacht haben, wozu ja Internationalisierung auch immer führt, ist, dass man konfrontiert wird mit dem, was woanders passiert. Wenn wir dann gute Beispiele sehen aus anderen Ländern, und das möchte ich gerne fördern, dass wir uns die angucken, dann erschrickt man manchmal und denkt, ja, die sind ja schon viel weiter. Und dann kommt das, was Herr Jeckel eben gesagt hat, dann merken wir, ja, das geht ja gar nicht bei uns, weil wir da rechtliche Rahmenbedingungen haben. Und das hilft vielleicht auch, dann mal zu sagen, also vielleicht müssen wir eben doch auch mal rechtliche Rahmenbedingungen ändern und nicht die Digitalisierung an die deutschen rechtlichen Rahmenbedingungen anpassen, weil das wird nicht funktionieren. Und das, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe ein schönes Erlebnis gehabt. Ich habe vor einem halben Jahr mal niederländische Kollegen eingeladen, mal vorzustellen, wie sie das Campusmanagement machen und wie sie die Zulassung organisieren. Das fängt damit an, dass die, und ich habe die KMK dazu eingeladen und andere Stakeholder, und das war dann schön, wie die beschrieben haben, ja, wir haben eine Cloud und jedes Abiturzeugnis wird in die Cloud gestellt und dann bewerben die sich bei uns und dann drücken wir auf den Knopf und dann haben wir alle Daten von denen drin. Und dann haben wir ja 20.000 deutsche Studierende. Da müssen wir uns jedes Zeugnis angucken, ob das notariell beglaubigt ist. Dann müssen wir prüfen, ob es echt ist. Und dann müssen wir alle Daten von Hand eingeben. Das kostet 400 Euro pro Studierenden. Und dann war das interessant zu sehen, wie die Kollegen, die alle für die rechtlichen Rahmenbedingungen zuständig sind, reagiert haben. Denn sie haben gemerkt, ach, das müssen wir ja eigentlich auch schaffen. Denn das kann ja wohl nicht sein, dass das dann bei uns nicht geht und wir zahlen 400 Euro pro Studierenden an der Stelle. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt schon immer gewesen. Internationalisierung hat immer geholfen, das Studium hier zu verbessern, weil wir die Ansprüche und die Interessen gesehen haben und gesehen haben, was woanders funktioniert. Frau Kasper-Hinne, dann Frau Rüller nochmal. Ja, vielleicht darf ich da aus Hochschulsicht noch ergänzen. Wir haben natürlich auf Seite der Lehren das Problem der Lehrdeputate und Kapazitäten. Da müssen wir auch Lösungen finden für digitale Lehre. Also in den Ländern, an den Hochschulen. Denn das ist also wirklich in der Umsetzung noch eine Schwierigkeit. Und das Gleiche gilt natürlich für Anerkennung von digitalen Lehrveranstaltungen für die Studierenden. Also das sind auch Dinge, an denen wir arbeiten müssen.
Frau Rühland? Ich will noch ein bisschen an Herrn Greißler anschließen. Ich glaube, Herr Heuer hat vorhin gesagt, Digitalisierung ist ein Treiber. Das ist sicherlich richtig, genauso wie Internationalisierung immer ein Treiber ist. Wenn man sieht, was plötzlich draußen passiert und merkt, hoppla, wo bin ich denn da eigentlich? Also Internationalisierung hat hier auch ganz, ganz viel auf dem Weg gebracht. Das gilt für Digitalisierung auch, aber gleichzeitig sind wir natürlich auch Getriebene. Ja? Und das müssen wir auch sehen. Ich will jetzt nochmal einen anderen Bereich ansprechen. Nochmal diese 350.000, die erreichen wir. Wir sind schon bei 340.000, das sehe ich gar nicht problematisch. Trotzdem, was wir nicht vergessen dürfen, wir sind ja in einem großen globalen Wettbewerb und das auch im Netz. Und Marketing ist ein ganz wesentlicher Bereich, den heute jede Hochschule machen muss. Kann sie gar nicht entscheiden, ob sie das will. Sie muss es machen, wenn sie abgehängt werden will. Und da ist ganz, ganz viel auch inzwischen ins Netz verlagert worden. Und da muss ich sagen, gibt es auch noch einen erheblichen Nachholbedarf. Also, und die Ansprüche steigen einfach. Auch Studierende wollen heute quasi auf dem Campus in Göttingen schon mal gucken im Netz, wie sieht es denn da eigentlich aus? Wie sieht denn diese Vizepräsidentin aus? Was sagt die denn da eigentlich so alles? Was hat die denn für Ansprüche und so? Da müssen wir einfach mithalten. Also es sind zwei Sachen. Einmal treibt es wirklich ganz viel voran, aber wir sind auch getrieben und wir müssen einfach aufpassen. So global wie Deutschland einfach agiert, können wir es uns nirgendwo leisten, da zurückzufallen. Und gerade im Marketing, da wir finden viele heute Messen, es gibt große virtuelle Räume, Webinare ist ein ganz neues Instrument, virtuelle Messen und da müssen wir einfach mitspielen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie Fragen, Anmerkungen haben, vielleicht irgendwo widersprechen möchten oder ein Beispiel nennen. Wir hatten eben mal einen sehr teuren Studiengang mit deutlich über 5 Millionen schon gehört. Ich komme zu Ihnen, stellen Sie sich kurz vor und, ach so, Sie haben so ein Mikro. Na, ich mache es lieber selbst, dann reiße ich es denen weg. Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht. Stellen Sie sich kurz vor und kurz und knapp. Ja, gerne. Silke Kehlberg von der Hochschule Niederrhein, das ist in Krefeld und Mönchengladbach. Ich bin Referentin für E-Learning. Und ich wollte das nochmal stützen, die rechtlichen Rahmenbedingungen, dass die engagierten Lehrenden, die es ja gibt mit den internationalen Forschungskontakten und sehr guten Ideen für Kooperationen mit anderen Lehrveranstaltungen, tatsächlich an diesen ECTS-Punkten und so weiter dann irgendwann scheitern. Weil die Studierenden natürlich nicht besonders viel Wahlfreiheit haben in ihren Curricula. Also die Curricula sind gesetzt. Da gibt es nicht viele Wahlmodule, in denen man dann solche guten, auch spontan entstehenden Ideen umsetzen kann. Die Studierenden würden das dann häufig zusätzlich freiwillig machen und da ist dann oft kein Platz für. Was wünschen Sie sich da? Ich wünsche mir Curricula oder Akkreditierungsvorschriften, die solche Wahlmöglichkeiten vorhalten, die Sie vielleicht auch empfehlen, sodass die Hochschulen da einfach mehr Freiheit haben. Frau Kasper-Hahn. Ja, ich wollte da ein bisschen widersprechen, also auf verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist, Sie können das integriert denken. Sie müssen ja jetzt nicht eine extra Veranstaltung planen, sondern Sie können ja sagen, was weiß ich, wir haben zum Beispiel einen Studiengang Intercultural Theology. Die haben dann im Prinzip ganz viele Seminare gebastelt und die Seminare waren alle europazentriert. Und da haben wir gesagt, ist englischsprachig, sind internationale Studenten, alles wunderbar, aber Sie haben vergessen, dass wichtige Entwicklungen des Christentums auch in Lateinamerika und Afrika stattfinden. Dann haben wir gesagt, das integrieren wir jetzt einfach in eine Veranstaltung und das war überhaupt kein Problem. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich weiß nicht, wie das an anderen Hochschulen ist, aber wir haben relativ freie Studiengänge, also wir haben es nicht so verschult, sondern wir haben gesehen, dass wir freie Wahlmöglichkeiten auch haben, im obligatorischen Bereich auch, sodass im Prinzip dort auch eine hohe Anerkennungsrate ist, weil wir die Studiengänge so gestaltet haben. Und ich glaube, das ist auch, kann man nicht so verallgemeinern, dass Module jetzt so eng sind, dass da die Anerkennung ein Problem ist. Das ist vielleicht bei den Juristen ein Thema, ne? Aber wenn ich das mal so sagen darf, Herr Greister, aber sonst vielleicht nicht so. Herr Greister. Also ich glaube, es ist nicht nur bei den Juristen so, ich höre es ja an vielen Hochschulen und das ist, sind zwei Dinge. Das eine, was Sie, glaube ich, angesprochen haben aus dem Publikum, ist jetzt die im Grunde genommen die Basic Bologna-Umsetzung. Wir wollen ja nicht, wenn Sie ins Ausland gehen, dass Sie genau das machen, was Sie auch in Deutschland machen würden. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern Sie sollen das einfach anerkennen, auch wenn das ein bisschen anders ist an Ihrer Universität. Deshalb sagen wir ja, nur was ganz wesentlich anders ist, das wird nicht anerkannt. Sonst wird alles anerkannt. Im Prinzip muss es anerkannt werden. Und das ist die, sozusagen die Basisfrage,
wie handhaben Sie das inhaltlich? Aber das war gar nicht der Punkt, den ich angesprochen habe. Eigentlich viel einfacher. Sie müssen noch was dazu sagen, das verstehe ich. Entschuldigung, ich meine die virtuelle Kooperation, also dass virtuell in einer Vorlesung, in einem Seminar mit einer internationalen Hochschule, also an einem anderen Standort, kooperiert wird. Da sind Zeiten oft unterschiedlich und die Ideen, die dafür entstehen, die passen oft nicht ins Curriculum, so 1:1. Ja. Also die virtuelle Kooperation meine ich, nicht, dass die Studierenden ins Ausland gehen. Ja, und dann meine ich, okay, das ist ein anderes Problem, dann meine ich, dann muss man eben das Curriculum anpassen und flexibler machen. Das ist natürlich vom Management her schwierig, aber das sollte möglich sein. Und das kann man auch machen, da gibt es auch Beispiele. Aber das ist gar nicht der Punkt, den ich gemeint habe mit ECTS, weil Sie kamen von ECTS irgendwie auf das Thema. Was ich meinte, ist die einfache verwaltungsmäßige Umsetzung. Ich war letztens bei einem Kollegen in Dänemark und der sagte, sie haben ein Projekt entwickelt mit vielen anderen europäischen Ländern, unter anderem Italien. Also ein Student studiert in Rom. Er erwirbt dort ECTS-Punkte. Die werden dort in das Campus-Management-System der römischen Universität eingestellt. Und dann werden sie nicht einfach übertragen an die dänische Universität, sondern die füllen ein Formular aus nach italienischen Vorstellungen. Und dieses Formular nimmt der Student mit, beziehungsweise das kriegt er zugeschickt, 4 Wochen, nachdem er schon wieder in Dänemark ist, weiß er gar nicht mehr, was er da gelernt hat. Und dann wird es geprüft und dann sagt die dänische Universität, so geht das nicht, da fehlt irgendwie bei uns sieht das Formular anders aus. Dann schickt das wieder zurück und so weiter. Das dauert dann 3 Monate, 4 Monate, bis einfach der technische Vorgang, ECTS-Punkte von einem ins andere System zu übertragen, erledigt ist. Dann kommt erst die Prüfung, ob es anerkannt wird. Und die haben ein System entwickelt mit ihren Partneruniversitäten, wo der Knopfdruck reicht. Und deshalb, man muss bei seinen Campus-Management-Systemen das mitdenken. Man muss auch mit Kollegen darüber reden, wie werden wir anschlussfähig? Wie funktioniert das nachher vernetzt, damit das täglich geht und nicht 6 Wochen dauert oder 3 Monate? Nein, Sie dürfen jetzt gerade nicht, Frau Kasperin. Ich muss mal einmal kurz dazwischen. Wir haben 4 Wortmeldungen, habe ich jetzt noch, und wir haben noch 10 Minuten. Vielleicht schaffen wir die noch. Wir probieren es mal. Legen Sie los. Ja, Nicola Würfel, Herder-Institut Uni Leipzig. Ich würde eigentlich gerne anschließen. Ich fand es ganz toll, dass in der Arbeitsgruppe dieses Thema der virtuellen Mobilität aufgegriffen worden ist und eben auch als Möglichkeit deutlich gemacht worden ist. Ich sehe da auch sehr, sehr viele Chancen. Ich glaube aber, dass wir erstens dann eine Fortbildung oder also dass wir die Lehrenden begleiten müssen oder vorbereiten müssen darauf. Wir wissen ja aus der Telekollaborationsforschung schon sehr gut, was wir alles für Fallen haben, in die die Lehrenden laufen können. Und es ist natürlich kann nicht das Ziel sein, dass die Lehrenden dann so etwas machen und frustriert merken, was sie alles falsch machen oder was nicht klappt. Also da hochschuldidaktische Weiterbildung. Ich glaube, dass die akademischen Auslandsämter das noch viel mehr auf die Agenda nehmen müssen als Möglichkeit. Bislang sehe ich da, also wird eben in den akademischen Auslandsämtern eher auf die physische Mobilität gesetzt, sodass wir dann eben auch diese Anreize schaffen, dass tatsächlich Curricula dahingehend verändert werden und dass Lehrende unterstützt werden. Und es wäre jetzt politisch auch ein Ziel, eben nicht nur die physische Mobilität sozusagen in Zahlen auszudrücken, sondern dort auch Anreize für virtuelle Mobilität zu schaffen. Ich glaube, keinen richtigen Widerspruch. Wir machen erstmal hier weiter. Ja, ganz kurze, knackige Frage. Jürgen Handke, mein Name, Philipps-Universität Marburg. Zum einen, wir haben ja gehört, dass in Göttingen Millionenbeträge investiert werden, um das Change Management hinzubekommen. Wenn ich das richtig sehe, sind das 3 bis 6 Monate jeweils eine halbe Mitarbeiterstelle. Das ist typisch für die Digitalisierung. Das ist zu wenig. Das sind Kurzverträge. Das klappt so nicht, aus meiner Erfahrung. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, Herr Greisler, Sie hatten gesagt, man hätte durch die Digitalisierung und Internationalisierung die Kreise besser ansprechen können, die Probleme mit der Präsenzphase haben, eben vor Ort zu sein. Warum hat man dann nicht mehr für die Flüchtlinge getan im Bereich der Digitalisierung? Da hat man meiner Ansicht nach eine Riesenchance vertan. Eine ganz kurze Runde, jeder einmal von Ihnen, Frau Rühland, fangen Sie an.
Also zu Ihnen will ich einmal antworten. Ja, da müssen wir auch noch mal ganz neu denken. Es gibt gar keine Finanzierungsmöglichkeiten, zum Beispiel für Stipendien, was Stipendien betrifft für virtuelle Mobilität. Da müssen wir uns auch noch mal mit den Geldgebern zusammensetzen. Das sehe ich, das ist ein großes Desiderat, da müssen wir ran. Flüchtlinge, was Flüchtlinge betrifft, ja. Ich stimme Ihnen aber nicht ganz zu. Wir machen sehr, sehr viel mit Flüchtlingen und ich habe auch persönlich sehr viel Kontakt mit Flüchtlingen. Was vielleicht am allerwichtigsten ist, ist der persönliche Kontakt. Man kann dort, aber es hat uns einfach überrollt. Das dauert ja auch alles eine gewisse Zeit. Man muss die Dinge aufsetzen. Aber wir sehen bei unserer Arbeit, dass das A und O ist und das, was wir alle im Kontext der Flüchtlinge total unterschätzt haben, das ist meine persönliche Erfahrung, wird aber von vielen geteilt. Wir haben ja gerade große Reisen durch die deutschen Hochschulen gemacht und uns die ganzen Flüchtlingsinitiativen angeschaut. Wir haben völlig unterschätzt, was Traumata bedeuten. Und wir sehen das auch bei der Nachfrage im DAD. Die größte Nachfrage nach Fortbildung ist im Bereich Traumata. Da waren wir überhaupt nicht drauf vorbereitet. Aber das A und O ist wirklich auch der persönliche Kontakt mit den Menschen. Das sagen uns die Flüchtlinge selber. Das sagen uns die ganzen Studierendeninitiativen. Ich gebe Ihnen aber recht, wären wir da besser aufgestellt gewesen, hätte das in vielen Bereichen sicherlich geholfen. Herr Greißler. Ja, Herr Handke, also einmal muss ich sagen, wir machen ja was, wissen Sie ja wahrscheinlich mit Chiron. Und es ist zu wenig, sagen Sie genau, verstehe ich. Und auf Englisch ist der Einwand. Würde ich auch sagen, wir haben ganz viel gemacht in Sachen Flüchtling. Frau Rühland hat es ja eben schon geschildert. Es ist vielleicht auch ganz klug, das nicht am Thema Flüchtlinge festzumachen. Wir kriegen ja im Moment gar nicht so viele neue Flüchtlinge, sondern das Thema ist eigentlich, kann man überhaupt viel mehr digital machen und kann man viel mehr machen mit ausländischen Studierenden, dass die, bevor sie hierher kommen, wir sind ja dafür, dass es trotzdem physische Mobilität gibt, weil einfach andere Dinge noch mitgelernt werden, aber können die sich nicht vorher schon mal erstens die Sprache vernünftig aneignen, zweitens auch manche Grundlagen lernen, können Sie sehen, wie hier studiert wird, was Sie hier lernen sollen, was auch von Ihnen erwartet wird, was sind die Anforderungen. Das heißt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, digitale Lehre zu implementieren. Und die Diskussion findet ja jetzt statt. Ich bin mir sicher, dass in allen Wahlprogrammen, was zum Thema Digitalisierung stehen wird, auch Digitalisierung an Hochschulen, und es wird sicher ein großes Thema in der nächsten Koalitionsvereinbarung sein. Egal, wir wissen ja nicht, wie die Wahlen ausgehen, aber ich glaube, fast in dem Punkt, fast egal, wer die Koalitionsvereinbarung schließt. Das heißt, wir werden diese Dinge, und da sind wir auch auf Ihre Mitarbeit und Ihre Anregungen angewiesen, wir werden an diesen Stellen etwas tun. Und zwar nicht nur an dem Punkt Flüchtlinge, sondern insgesamt. Frau Kasper-Hinne. Ja, ich fange auch mal mit Ihrer Einlassung an. Ich konnte hier das Gesamtkonzept nicht darstellen. Also wenn eine Fakultät oder ein Professor... Entschuldigung, das machen Sie jetzt auch nicht, ne? Nein, keine Panik. Also wenn ein Professor oder eine Fakultät einen Antrag auf eine Stelle, eine halbe Stelle, ist das ein Anreizsystem. Und Sie müssen ein Konzept haben, wie Sie das nachhaltig gestalten. Das heißt, die Fakultät muss selbst Ownership übernehmen. Das sagte ich vorhin, dass sie selbst Geld in die Hand nimmt und selbst sagt, wo gehen wir hin? Wir sorgen über dieses Geld hinaus, was diese Internationalisierung der Curricula betrifft, für die Infrastruktur. Das sind auch viele Gelder, dass alle Fakultäten gut aufgestellt sind mit entsprechenden Räumlichkeiten und Medien. Das läuft noch, das sind noch ganz andere Zahlen, die ich hier nicht auf den Tisch bringen wollte. Also das zum einen. Und das andere nochmal wegen der Curricula. Es geht eigentlich darum, in den Curricula Learning Outcomes zu definieren und dann gemeinsam mit den Studierenden, mit Berufsvertretern, mit den Professoren, den Studiengangsverantwortlichen zu überlegen, wo passt es an welcher Stelle in den Studiengang. Und dann müssen Sie, ja, Sie müssen das Curriculum neu schreiben. Das ist das Projekt und wenn ich das ergänzen darf, die HRK arbeitet gerade daran, Empfehlungen für die Hochschulen zu entwickeln, wie man Curricula internationalisieren kann, auch mit digitalen Tools. Und da gibt es, glaube ich, noch sehr viele Ideen, wie man das machen kann. Aber am Ende muss es, um es nachhaltig zu haben, in den Curricula implementiert sein. So. Dann haben wir hier noch eine Wortmeldung. Ja, Sie haben gerade... Stellen Sie sich kurz vor. Mein Name ist Richard Merck, ich bin Geschäftsführer der privaten Fachhochschule des Mittelstands. Sie haben gerade ein Stichwort gesagt, was ich vortragen wollte. Es geht eigentlich um die Akkreditierungsagenturen und den Akkreditierungsrat für die Programmakkreditierung. Dort ist die Digitalisierung und dort ist die Internationalisierung nur begrenzt angekommen. Und dort gibt es zum Teil Gutachtergremien,
den müsste man wirklich beihelfen, dass man auch also interdisziplinär und offene Curricula schreiben darf. Die Fachlichkeit von einigen Gutachtern beschränkt sich auf die Fachlichkeit und geht nicht darüber hinaus, dass man wirklich in einem Maß im internationalen Kontext auch Curricula machen kann, die eine große Offenheit haben, um dann auch internationale Studiengänge miteinander zu verzahnen in einer anderen Art und Weise. Also meine Bitte an Sie, richten Sie sich an den Akkreditierungsrat und die Agenturen, das wäre mir wirklich ein Anliegen. Herr Greisler. Ja, also ich muss ja sagen, die Länder sind zuständig für die Akkreditierung, aber wir sind ja im Gespräch und ich habe das Gefühl, dass daran gedacht wird. Übrigens ist Herr Barz, der Geschäftsführer, ist auch heute hier. Ich habe ihn eben gesehen, offensichtlich nicht. Doch, da hinten ist er. Am besten nehmen Sie Kontakt auf. Wir sind zum Kaffee verabredet. Und das Thema Digitalisierung, Innovation von Studiengängen muss in die Akkreditierung einfließen, tut es bis zu einem gewissen Grad ja jetzt, aber ich denke, das ist ein Thema, was man verstärken kann und ich glaube, das sehen die Kollegen auch. Insofern bin ich da optimistisch, aber schadet nichts, es anzusprechen. Einen schaffen wir noch. Vielleicht kurze Ergänzung. Nee, einen schaffen wir hier noch. Müssen wir gleich, Frau Röhler. Entschuldigung. Guter, mein Name ist Ulf Eckert, ich arbeite beim Senat in Berlin. Ich habe eine Frage zum Geld. Und zwar habe ich gelesen, vorne liegt ein Papier über die Kosten der digitalen Lehre. Das habe ich eben überflogen. Daraus geht hervor, dass die Initialkosten auf jeden Fall da sind und auch sicherlich laufende Kosten. Meine Frage, dieses wird aus den Grundhaushalten der Hochschulen wahrscheinlich nur schwer finanzierbar sein. Eine Frage, gibt es dort möglicherweise Geld aus anderen Quellen, die dieses finanzieren könnten? Und meine zweite Frage, kann die Digitalisierung dazu führen, dass die Lehre mittel- bis langfristig möglicherweise sogar kostengünstiger wird, als sie sich jetzt darstellt? Zum Beispiel durch Wegfall von Präsenzveranstaltungen oder dergleichen mehr und alles, was damit zusammenhängt. Die Praktiker zweifeln hier schon massiv vorne. Sie verabrede ich gleich mal mit Herrn Heuer, der kann Ihnen das ja aus Sicht der Fernuniversität darstellen. Okay, ganz kurze Antwort, Frau Rühland. Nein, also ich glaube, also dass da was billiger wird, das können wir uns gleich mal alle abschminken. Und ich meine, es gibt ja Gründe, warum die Digitalisierung in den USA entstanden ist, also mit den großen MOOCs und nicht hier bei uns. Weil wir, ich sage es ja ein bisschen zugespitzt, an praktisch jeder Ecke eine Universität haben. Ja? Und es ist immer noch toller, mit einem Menschen zu reden, als irgendwo auf den Screen zu gucken. Ja, ich gucke lieber Sie an, als den Screen hier unten. Und daran sollten wir auch gar nichts ändern. Das Gleiche gilt auch für die Internationalisierung. Wir haben uns lange damit beschäftigt, ob die virtuelle Mobilität möglicherweise die reale Mobilität irgendwo ersetzen könnte. Nein, das kann sie nicht. Und das wollen die Studenten auch nicht, das wollen auch wir nicht. Auch da kommt es darauf an, diese interkulturelle Erfahrung zu machen. Und das ist wie bei den Flüchtlingen, letztendlich agieren immer noch Menschen miteinander. Und daran sollten wir nichts ändern wollen. Dass man manchmal versucht, das zu ändern, haben wir auf einer Reise nach Singapur erlebt. Lesen Sie sich mal die Strategie von Singapur in diesem Bereich durch. Mir wird da Angst und Bange. Kasper Hinne. Ja, vielleicht darf ich ergänzen, bevor Herr Greisler die Millionen aus seiner Tasche zieht. Also, okay. Ja, ich glaube, das Verhältnis virtuelle und reale Mobilität. Also wir haben festgestellt in den Projekten, dass gerade diejenigen, die eigentlich ein Hemmnis hatten, nach Delhi zu gehen, dadurch, dass wir mit Blended Learning Konzepte angeboten haben, dass wir digitale virtuelle Mobilität angeboten haben, erst interessiert daran waren und diese Hemmschwelle überwunden haben, zu sagen, ich gehe. Das heißt, mit einer virtuellen Mobilität kann man die reale Mobilität auch ganz intensiv fördern und sie nicht verhindern. Das ist, glaube ich, erstmal ein ganz wichtiges Statement. Und das Zweite, man muss sie auch zusammen denken. Das heißt, dass man eben Double-Degree-Studiengänge, das überlegt der DAD jetzt ja auch irgendwann, sowas vielleicht mal zu unterstützen. Bei Double-Degree-Studiengängen, da ist ja dann eine reale Mobilität auch da, dort mit virtueller Mobilität diese vor- und nachzubereiten. Oder dass man ganz einfache Auslandsaufenthalte individuelle mit einem Portfolio begleitet und dass dann die Auslandserfahrungen reflektiert werden auf einer Plattform, dass man zurückmeldet nach Hause, was habe ich hier für interkulturelle Kompetenzen erworben, welche Wahrnehmung habe ich, dies reflektieren und theoretisch auch einbetten. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das ergänzt sich, es sind keine Alternativen. Herr Greisler, die Sache mit dem Geld. Ja, die Sache mit dem Geld, also vielleicht sage ich erstmal Frau Rühland, ich glaube, in den USA hat man nicht nur wegen der großen Entfernungen über Digitalisierung nachgedacht, sondern wegen dem Geld, genau. Das heißt, ein großer Druck kommt natürlich durch das Geld.
weil die sich, ob das dann realistisch ist, ist eine andere Frage, weil die sich davon versprechen, dass es günstiger wird. Und beziehungsweise weil sie Geld verdienen wollen damit. Und das ist der zweite Punkt. Man denkt überall in der Welt über neue Geschäftsmodelle nach. In Amerika denkt man darüber nach, wie man die Präsenzuniversität ablösen kann und wie man sie internationalisieren kann. Und ich warne davor, dass wir an der Stelle einfach sagen, das wird nie passieren. Wir haben ja das Wissen, man braucht ja die Präsenz und so weiter, das geht alles vorbei. Das wird nicht einfach alles vorbeigehen. Die arbeiten daran und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Gleichwohl glaube ich nicht, zumindest nicht auf absehbare Zeit, dass bei uns, für unsere Hochschulen, es an irgendeiner Stelle billiger wird. Ich würde aber auch davor warnen, dass wir in jedem Gespräch, in jeder Diskussion immer als erstes sagen, also billiger wird es auf keinen Fall. Wir sollten schon zeigen, dass wir auch darüber nachdenken, wie man Dinge effizient machen kann, weil sie sonst die Akzeptanz nicht dafür finden, auch mehr Geld auszugeben. Wir müssen über die Qualität kommen und über die Qualität argumentieren. Das werden wir auch tun. Also ich rechne nicht damit, dass wir in den nächsten Jahren weniger ausgeben, sondern ich rechne damit, dass wir erheblich mehr ausgeben. Ich bin auch sehr dafür, dass wir nicht nur Konzepte fördern, sondern dann auch die Umsetzung der Konzepte fördern. Aber bevor wir irgendwo jetzt Umsetzung und Infrastruktur und so weiter fördern, was ja schon lautstark verlangt wird, möchte ich erstmal, dass es Konzepte gibt. Und deshalb muss man das zusammendenken. Also kurz, wir sollen auch darüber nachdenken, wo man Dinge rationeller und besser und schneller und vielleicht effizienter machen kann. Gleichwohl, auf absehbare Zeit wird es insgesamt teurer und wir sind auch bereit, es zu investieren. Dann nehmen wir das als Schlusswort. Sie hören am Getrappel der anderen, dass wir so langsam in die Kaffeepause gehen. Ich danke Ihnen, Herr Greisler, ich danke Ihnen, meine Damen, für diese Runde. Danke Ihnen fürs Mitdiskutieren. Applaus